Mahlzeit, willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir haben Sonntag, es ist noch relativ früh und die Sonne scheint und wir fahren jetzt quasi zu einem Park-and-Ride-Spot und dann gibt es ein paar Rides heute, denn wir sind auf dem Weg in den Movie Park Germany und nehmen euch mit, zusammen mit der ganzen Rasselbande. Ich habe noch gar nicht von Action gesagt. Also willkommen im Movie Park Germany. Ich bin Frau Regisseur, ich bin heute hier Regisseur des Tages, könnte man sagen. Es wird ein fantastischer Film, ich freue mich ganz toll drauf und deswegen ab jetzt und Action. Yes. Ich hab die ganze Zeit Ausschau gehalten. Das Kurzstreckenauto. Peach. Das war Werbung. Aber Karls. Karls. Die Pandemie vorbei. Die letzte Corona-Maßnahme. Der Moviepark hat keine Maskenpflicht mehr. Die Pandemie ist offiziell vorbei. So, erstmal schicken wir unsere drei Kiddies zum Jahreskarte abholen. Nicht, die gehören nicht zu mir, die Kiddies. Hallo. So, Studio-Tour läuft gerade noch nicht. Excalibur macht erst um 11 auf und Paw Patrol Adventure-Tour dürfen wir nicht fahren, weil wir keine Kinder dabei haben. So, wir sind Autoscooter gefahren und mit uns im Autoscooter Wolfgang Petri. Und er wurde vom Mitarbeiter aufgefordert, sich anzuschnallen. Und der Mitarbeiter guckt und hat nicht gesehen, ob ich angeschnallt bin oder nicht. Und dann schreit er wie ein Krise, der muss sich auch anschnallen. Ich sag, Alter, was ist mit dir? Ja, wenn ich mich anschnallen muss, muss ich auch anschnallen. Ich sag, was stimmt mit dir nicht? Das ist Van Helsing. Bisschen verstaubt. Immer noch eine richtig coole Bahn, die richtig Bock macht. Und jetzt erstmal im Gate One Shop. Also das erste Mal, als er offen und fertig ist. Dreht sich. Ride Time 6 Minuten. Nachdem wir was Cooles gemacht haben, machen wir jetzt was Nasses. Und wir fahren Excalibur. Das schnellste Rapid River der Welt mit der größten durchgehenden Betonrinnewanne der Welt bei einem Rafting. Gebaut von der Firma Intermin, so wie die Studiotour. Das Intermin Land hier. Nickland, powered by Intermin. Zamperla. Und Zamperla, die sonst alles andere gebaut haben. Außerdem die Mackmaus und das Zira-Karussell. Und die Vekoma-Bahn. Und die Vekoma-Bahn und die Vekoma-Bahn und Preston und Barbieri und Preston und Barbieri. Hört nicht auf den Blödsinn, den wir hier erzählen. Guckt lieber Kanäle von Leuten, die Ahnung haben. So, wir sind alle nass geworden, außer Moritz, der heute die Stellvertretung für Tom macht. Dankeschön, I did it. Außer der Regen, der fehlt. Was ist mein Preis, hast du gerade schon gesagt? Ja, als Trockenstar beim Rafting Roulette geht der erste Preis an Moritz mit einer Fahrt auf Dora. Ja, aber wohl das Wasser. Grumpy gibt jetzt Milch. Aber bei dir war im Dark Ride Part richtig fies, ne? Der war trocken bis dahin und dann... Nee, der hat auch schon... Welle, ja? Er saß am gleichen Ausgang wie ich. Wir haben uns da ein paar Wellen geteilt. Was ist jetzt? Auch schön ins Gesicht hier. Was ist jetzt euer Fazit im Vergleich zur unendlichen Geschichte? Auf unseren tollen Mitarbeiter hier. Ne? Kannst du drücken? Kannst du machen? Gelb. Ist gelb. Genau. Also, der Tisch wurde dann erstmal über den Haufen gefahren. Mega gut. Auf dich. Zum Wohle. Auf Valentino. Auf Valentino. Appassionata. Ich habe jetzt in einer Doku Fernsehen geguckt. Ich bin ja gar nicht so der Fernsehgucker und Freizeitparks mache ich auch, aber da waren so, da hat mich mein Chef drauf hingewiesen, da gab es so eine Arte-Doku. Weiß nicht, kannte die Leute nicht, waren alle so, ja, irgendwelche Leute, die viele Achterbahnen fahren, weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt. Aber da gibt es irgendwie so eine App, die heißt, glaube ich, Coaster, Check Coaster, Zähler, Coaster, kann mir da Park, einer... Parkcount. Parkcount, irgendwie sowas. Und da konntest du... Park Checkpoint, auch gut, ja. Da konntest du
Checks machen, ja. Da konntest du draufklicken und wenn du eine Achterbahn gefahren bist, dann wurde das blau. Blau, Azur. Azur. Blau. Azur. Nee, das war bei Wasserbahnen, glaube ich, Azur, blau. Wie, was war das? Vorher ist das rot, glaube ich. Ich weiß, vielleicht habe ich die auch auf dem Handy hier. Weil wenn ich jetzt hier. Ich meine, das hatten wir auch schon mal aus. Hast du, glaube ich, schon mal. Haben das schon mal? Ich gedacht, dass die Einleitung so lang dauert. Ja. Aber dann gehst du hier drauf. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen Umkreis, Hollishof. Und da würde ich jetzt draufklicken. Und wenn ich die gefahren bin, den Loren Express, tolle Bahn, dann ist das blau. Und das Gleiche gibt es auch, ja, mit. Du machst da so einen Quatsch mit Achterbahn und so ein, ja, Zeug. Es gibt was viel Wichtigeres. Wir haben ja flüssiges Gold auf dem Tisch. Und dann gibt es da so eine App. Und dann gibt es da so eine App, da kann man dann drücken und dann wird's Gold. Wow. Wow. Oh, und dann, so, dann vibriert das hier und dann bist du auch schon nachgezogen. Also wenn, so, wenn Grumpy ein Bier trinkt, kriegst du eine Push? Ja. Natürlich. Und dann kann ich Prost drücken, dann drücke ich auf Prost. Dann, so, kommt, hier, dann jetzt, kommt hier ein Haken. Da, und jetzt und dann Tom hat dir eine Nachricht geschickt. Das ist absoluter Prost. Wahnsinn. So funktioniert das nicht. Das ist Social Media. Ja? Das ist schon wieder Bier vor vier. So. Networking. Wie heißt das Wort nochmal? Hervorragend, nee, was? Unerhört. Und es tropft im Dank. Prost. Ja, Prost. Auf Arte. Unerhört. Hallo, ich bin der Andi und ich bin neu bei dieser Coaster Network Checklisten-App. Und ich habe gehört, dass man da blaue Haken machen kann. Und Punkte ist noch besser, weil Farbe blau, das ist meine Lieblingsfarbe. Wieso, bist du Fußballfan oder so? Oder warum blau? Nö, ich mag blauen Himmel. Okay. Blaue. Blau sein. Blau sein, ja, ab und zu. Aber sonst. Ja, es hat mich einfach inspiriert und jetzt bin ich hier und bin in diese lustige Runde gekommen. Wenn ihr Andi kennenlernen wollt, dann ruft bei der Nummer, die jetzt hier unten eingeblendet ist, gerne an. Und wenn ihr mal gemeinsam blau sein wollt mit Andi, dann macht das. So, und dann wie bei DSS. Ja, ruft an. Marco Schrei hier. So, es geht weiter mit dir hier. Wie ist dein Name? Ja, das mit dem Namen ist schwierig. Mein Rufname jetzt, oder? Dein Spitzname, dein Nickname, sagt man heute. Mein Nickname ist Uschi. Uschi? Ja, würde ich sagen, ja. Uschi? Genau. Weiter, Ride Review. Ja. Hast du deine eigene E-Mail-Adresse? Weil, ja, habe ich. Wie heißt sie? Sag ich jetzt nicht. Sagst du nicht? Wieso? Nee, dann bist du an Spam? Dann krieg ich Spam-Mails. Ja. Genau, und ja, ich bin halt hier, weil du mich gefragt hast. Was sind deine Erwartungen an den Tag? Hoch. Was? Hoch. Die Erwartungen sind hoch, ja. Was haben wir bisher gemacht? Wenig. Wir haben angefangen mit? Ja. Autoscooter. Wer hat gewonnen? Highlight! Na, also eigentlich wollten wir hier Paw Patrol machen, aber... Paw Patrol. Nix für Erwachsene. Auf vier Pfoten. Ja. Und dann haben wir was gemacht? Den Autoscooter. Den, und danach den 5-Star-Ride. Gate One. Gate One. Nein, wie hieß der Ride nochmal? Hollywood. Rip Ride. Studio Rocket. Studio Rocket. Rip Ride Rocket. Ja, genau. Hollywood Studio Rip Ride Rocket. Und du? Ja, ich bin das Auge gefahren. Aber ich bin ja hier nur der stille Teilnehmer. Aber guck, das sind doch Haken, keine Punkte. Bei mir sind das Haken. Aber in der App sind das Punkte. Oh. Warte, wenn du jetzt die App öffnest. Ja, kommt aber, wenn du die Landkarte öffnest, sind das Punkte. Ah. Oh, so weit bin ich noch nicht. So, warte, jetzt gehe ich hier drauf. Ja. So, ich bin den jetzt. Ich bin hier jetzt nicht gefahren, aber ich mach's jetzt. Ich kann den wieder raus. Fake. So, dann gehe ich drauf. Das darf man nicht, man muss das wahrheitsgemäß beantworten. Und dann würde ich jetzt auf gerade klicken. Darf ich das jetzt einmal machen oder werde ich dann disqualified? Von mir nicht. Do not finish steht dann. Does not. Und jetzt ist blau, aber da steht Hinweis. Dann, tippe Hinweis. Erneut auf die Bahn, um Wiederholungsfahrten erzeugen. Ja, und jetzt muss ich den aber wieder rausnehmen. Blauer Punkt. We did it. Machst du den blauen Punkt wieder weg? We did it again. Machst du den bitte wieder der weg? Der war blau. Er hat uns nicht weggemacht. Mach den bitte weg. Lukas, du musst wir haben noch einen letzten Gang. Und Leute, einen Catching Applaus für the one and only Moritz Bartosch, der war mein Friseur. Oh. Das ist der Support in Geräusch. Der zukünftige Vorstandsvorsitzende des VDFIs. Der Deutschen Bahn. Deutsche Bahn. Moritz, was sind deine Erwartungen an den Tag? Ist warm, ne? Ist warm, ja. Sag ruhig in die Kamera. Start weg 60 Minuten vielleicht. Das, ne, wir sind Studio-Tour schon, wir fahren gleich Bandit. Toll, den fahre ich gern. Den fährst du gerne. Auch mal nicht bei 4 Grad und Schnee.
Nee, ich glaube, da schlägt er tatsächlich weniger jetzt. Weniger, ja. Und das sieht jetzt toll. Ja. Schön, dass er. Ich finde sie gerade unangenehm mit der Kamera. Absolut, das ist absolut toll. Ja, da hinten sind wir gerade Bier holen. Ich habe sie schon gesehen, aber dann wollte ich sie auch nicht dabei stören. Die sollen dabei sehr. Hast du noch ein Bier willst? Nein, gar nicht. Naja. Wir haben noch eine Person hier heute gerade abgeklatscht mit Uschi. Lukas, was sind deine Erwartungen an den Tag? Ich bin Zwilling. Also, ich habe heute, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Lukas. Ne? Erstmal. Hier unten ist die Nummer eingeblendet. Und ich bin heute schon mehr gefahren im Freizeitpark Warner Brothers Movie World, heißt es hier, glaube ich, als ich je gedacht habe. Du hast ja deine bekannte Serie hier auf diesem Kanal mit Rope Drop Disney Parks. Wie ist das jetzt im Rope Drop im Movie Park? Ja, gibt es da Tipps? Ja, ganz wichtig ist, wenn man sich in die Schlange anstellt. Ja. In die Schlange zum Park oder zur Attraktion? Ja, zum Park, dann ist man blöd. Blöd. Weil wichtig ist, wenn der Rope Drop ist, dann muss man von links und rechts einfach vorbeistürmen. Die Kinderwagen an die Seite packen. Ja. Da kann man einfach direkt reingehen. Hattest du Magic Hour oder bist du direkt einfach normale Loser? Ich hatte eine Jahreskarte. Wir haben hier die nächsten aus Beer City. The one and only, stell dich vor. Freibier. Freibier. Jetzt auf Instagram folgen. Hier unten ist es eingeblendet. Nein. Warum nicht? Nimm keine fremden Leute an. Oh. Die können es ja versuchen. Nee, genau, ich könnte es gerne versuchen, ich nehme mich nicht an. So. Okay. Lass nochmal die anderen hier holen. Ignorieren. Für mich so ganz. Ja, aber. So, ich habe schon mal auf Golf gedrückt. Wie funktioniert das denn? Ich bin gerade frustriert so gefragt. Ja. Kriegst du auch noch ein Bier? Und ich habe ehrlicherweise nein. Die anderen haben schon. Dennis, Kandidat 1. Hashtag Red Bear. Wir haben hier ein 3-Tage-Bad, kaum vorhanden. Ein volleren, damit er nicht aussieht wie 12. Du siehst Damenbad. 3 Tage. Und du? Poller mit dir. Hallo? Poller? Nein. Wo ist der Kopf? Ich kann dich gar nicht auch überstrecken. Wen entscheidest du? Wer hat den schönsten Saat im Tisch? Mehr Oberlippen. Ruhe bitte! Er gibt 3 Punkte jetzt. 4. Ich entscheide mich für die Kurzfassung dort. Oh. Hallo? Oh. Und du hast gewonnen! Ein Wochenende zusammen mit TJ! In Amerika! In Energylandia! Powered by Ryanair! Bartismus. Ja. Wie pflegt man den Bart am besten? Jetzt ist hier deine 15 Minuten hier. Schneiden. Also alle 10 Wochen mal irgendwie schneiden und das war's. So. Und jetzt für euch live auf dem Bühne Santiago mit Männer mit Bärten. Alle 10 Wochen, wie ich manchmal aussehe. Alle 10 Wochen schneiden. Alle Lebensaufgaben verfahren. Aber ganz ehrlich, diese kleinen Herzchen, die bleiben da immer. Ja, natürlich. Ich habe ja jemanden, der es nicht macht. Haben wir hier nicht irgendwie so einen tollen Gillette-Link unten? Oder noch mit Affiliate-Link? Hier, OneBlade. Er findet Amazon-Link zu Gillette. Markus hat sich als Satellitenschüssel verkleidet. So, jetzt machen wir erstmal hier Männerkram. Wir machen Männerkram. Bleibst du mit draußen? Uschi, komm. So, Leute, wendet letzte Reihe auf der Achse und es war lustig und nicht schlimm. Und aus welchem Jahr kommt die Achterbahn? 1999, kann das sein? Ist das ein Ride of the 90s? Das ist ein Ride of the 90s! Ist das was, ein Ride Review in the 90s, das neue Special, was bald folgen wird? Ja, danke, mach gar keinen Druck. Aber ihr beiden, ihr wisst schon, dass die letztes Jahr 25 Jahre hatten. 25 Jahre Bände! Toll, das war toll. Up to Lucky Luke the Ride, die Deuten sprechen aus! 2-2! So, die Kleinen fahren jetzt ernsthaft MP Express oder Lucky Luke und hier riecht es viel zu geil nach Pizza, das ist gerade echt ungesund. Das ist richtig gut. Ich glaube, wir gehen zum Bier. Okay, also erstmal 77 Mercedes-Benz, Marco Polo, Activity gewinnen können wir nicht. Die gehen an den Moviepark, damit irgendeiner den kriegt. In der Westernstadt gibt es gerade nur noch Flasche, nicht mehr vom Hahn. Und passend dazu kam gerade Spiel mir am Glied mit Code als Musik. Spiel mir das Lied mit vom Tod. Entschuldigung, hab ich das gerade gesagt? Oh mein Gott. Wendet, letzte Reihe, auf der Achse. Leute, das ist kein Grund zum Weinen.
wirklich nicht. In 2 Wochen werden wir Bahnen hier vorstellen, die bringen euch zu Weinen. Und das zu Recht. Was ist hier los? Wir waren gerade beim MT-Express. Wie heißt der Ride nochmal? Lucky Luke, The Ride, die Deutschen. Brechen aus! Danke. MT-Express. Ja, die brechen. Aber es war keiner in der Station bei unserer Reihe. Vorne waren welche, bei uns nicht. Wir wollten gerne nochmal fahren, aber bei Lucky Luke, The Ride, die Deutschen brechen aus. Ja, so eine G-Keule ist. Kam die Reaktion. War jetzt vielleicht, um da rechtlich noch auf der sicheren Seite zu bleiben, nicht vielleicht wortwörtlich so, aber es war, geht bitte einmal außen rum. Wenn die bitte gesagt hätten, wäre das ja nett gewesen, nicht aber nein. Oh, Jalla, geht Jalla, nicht, raus! Jalla! Hauptsache endlich wieder MP-Express. Aber was haben die denn nochmal zu den beiden gesagt, die im Gang standen? Raus hier, ihr sollt weitergehen, verschwinden. Das war alles ein bisschen too much für den Ride. Das war nicht Lucky Luke, Und das war an Lucky Luke. Wir haben jemanden dabei, der hat seinen ersten Jahreskarten. Hat die gesagt, ihr habt Alkohol getrunken, ihr dürft gar nicht mal. Nein, das hat dann hat Moritz gesagt, ja, wir haben Alkohol getrunken. Ach so. Gut zu wissen. Ja, ich muss okay, das sagen. Jetzt ist alles ein bisschen verzerrt. Ich würde gerne dieser Stuhl. Das ist der, jetzt steht hier gar nichts mehr. Moritz, lass uns doch kurz, welches Preis es heiß machen. Skep, Design, du möchtest ein Spiel daraus machen. Das wäre jetzt mein Ansinnen. Okay, also dieser Stuhl. Also das ist ein Poltrona Cocker Skep. Ich meine, das sieht man ja sofort an der Biegung und an der Rückenlehne, der Farbe und sowas. Also das ist quasi ein Designerstuhl. Ja. Ne? Ist ausgerichtet auf die Marke. Stabil. Dunkin Donuts. Weil das ist das Dunkin Orange. Ist das so? Ist das Corporate Identity? Finde ich schon, ja. Ziemlich. Ich finde schon, dass das ja. Kombiniert. Ja. Alles miteinander. Tom hat das auch auf seinem T-Shirt. Richtig. Genau, das ist ein stapelbarer Medaillonstuhl mit Armlehnen. Warum Medaillon? Was zeichnet sich daraus? Weil man hier gut Schweinemedaillons essen kann. Weil man gemütlich sitzt, überall gut drankommt. Jetzt wird die Stapelbarkeit hier überprüft. Eben, jetzt wird hier nicht wie so stapelbar das ist. Nicht ich glaube, so ja, das ist aber Design, ne? Das ist immer anders. Ja. Und guck mal, wie gut du die stapeln kannst. Guck mal, wie gut die stapeln kannst. Das ist schon gut. Das ist nicht mal ein Zentimeter Platz. So, und jetzt gib uns mal eine Richtung. Hat er sonst noch irgendwelche wasserabweisend irgendwas? Ich schaue nach. Du kannst per WhatsApp und per Telefon bestellen. Das ist gut. Also hat der ist WhatsApp-kompatibel. Der ist WhatsApp. Der hat einen NFC eingebaut. Boah. So, Cocker is a stackable chair with air-molded polypropylene frame reinforced with fiberglass. Das ist for Kunststoff. Indoor und Outdoor Use. Okay, und so, jetzt okay. Gib uns. Der Beitrag ist jetzt schon viel zu lang. Ja, gib uns mal eine Richtung. Wir machen jetzt hier mal einen Quiz. Wir haben die Richtung schon alle. Eine Richtung. Also, warte, was noch ganz wichtig ist, das sollte man, glaube ich, wissen. Die Höhe insgesamt 85 cm, ja. Die Höhe der Sitzfläche 46 cm, okay. Die Breite 58 cm. Ist das für deinen Arsch? So gerade, ja, so gerade. Und die Tiefe 53 cm. Okay. Ganz wichtig, so. Dass da die Lala Land Musik mal wieder bei läuft. Aber, ganz klar. Und jetzt sag mir den Preis. Der Preis, willst du den genauen Preis wissen? Ja. Oder willst du raten? Ich rate 69,95. Mehr. 129. Weniger. Überboten. 89. Ein bisschen mehr. 95. Bisschen weniger. 92. Nein, ein bisschen mehr. 93. Bisschen mehr. 94. Ein winziges Mühe mehr. 94,50. Nein, weniger. 94,32. Weniger. 94,23. Weniger. 94,9. Weniger. 94,8. Weniger. Ich habe eben gesagt, ein winziges Mühe mehr. 94,1. 94,01 €. Also ist mit Transport? Ja, inklusive Mehrwertsteuer. Okay. Dieser Artikel ist in Packungen von einem Stück verkauft. 94,1. Dieser Stuhl. 94,01 €. Sehr biegsam. Der sehr gut. Der ist stapelbar. Stapelbar? Und ihr habt die Dunkin Donuts Corporate Identity für euch zu Hause. Den gibt's auch in Eisen. Und den gibt's auch in Anthrazit. Der kostet nur geschmeidige 376,04 €. Gibt es ja auch einen Dunkin King? Amex Centurion Lounge in Anthrazit. Hast du jetzt Dunkin oder Dunkin gesagt? Dunkin. Wir haben, Andi hat Donuts gekauft im Wert von
Mit dem Jahreskartenrabatt 17,90 Euro. 17,90 Euro. Und jetzt habt ihr die Chance, live mitzuraten, welchen Donut gleich Bro und Uschi nehmen werden. Wir gucken uns an, die stellt uns die Donuts vor. Ja, die Packung ist besser zu, als ich dachte. Und kaputt. Und... Hey! Oh. Was haben wir hier? Ich glaube einfach nur pinke Glasur. Pink Sprinkles. Pink Sprinkles. Wie bei Disney sagt, Pink Sugar Great Glacier Unicorn, with... Rainbow. $9. With Light Fats grilled. Light Fats. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Da haben wir, ich glaube, ein Touch Zitrone. Ist das White? Könnte aber auch einfach nur White Sprinkles sein. A Touch of Disney Donut. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier Filled, Leute. Das heißt Cheesecake. Warum fehlt der denn? Cheesecake Donuts with bunt Sprinkles. Bunt. Rainbow, you colorful. Know. Colorful. Rand Shaun the Sheep. A special German movie pack Germany character. Yes. We love him. White chocolate on the right, on the edge, and you see it, a sheep head. And a hole in the middle. Okay. Yeah, and that's jetzt all. Ist die Frage, welchen nehmen wir? Ich sag, ich weiß nicht, ob die Cheesecake Menschen sind. Ich sag, Uschi nimmt schon das Schaf und Bro nimmt, glaube ich, den Weißen. Den Weißen. Okay. Willst du auch noch eine Prognose abgeben? Ich weiß nicht, ob die Cheesecake-Favorites sind. Sondern auch nicht. Ja, aber doch. Sagt man denen ja nicht. Die sollen einfach entscheiden. Aber dann müssen die gleich zuerst entscheiden. Ist jetzt gar, die mögen alles? Nein. Ich mag alles. Ja, aber es geht um Bro und Uschi, nicht um dich. Ach so. Ich glaube, die mögen auch Cheesecake. Zumindest okay. Uschi. Ich würde auch einen Cheesecake nehmen. Bro würde ich sagen, nein. Wir nehmen alle Cheesecake. Okay, wir sind alle gespannt, was die beiden hier nehmen werden. Hammer, ich kann mich gerade noch so festhalten. Können wir dann eventuell die Kamera einfach hinstellen und kommentiert und dann gucken, was passiert. Das bevor dein Lebensgefährte Dennis Bottrop kommt. Ja. Bottrop. Wenn du jetzt einen von diesen köstlichen Donuts... Ja. Du darfst dir sogar einfach einen nehmen. Welcher wäre das? Wen ich nehmen würde? Welchen der gelbe ist mit Cheesecake. Was ist denn da drin? Der gelbe ist Cheesecake, die anderen sind alle relativ... Kannst du das lustvoller vorstellen, bitte? Ja, dann nehme ich natürlich den gefüllten mit Cheesecake. Cheesecake. Uschi ist ein Cheesecake. Warum verrätst du das denn vorher? Lass aber wir haben noch eine Person für Sie da zu Hause zum Mitspielen. Sie können jetzt nochmal für sich zu Hause auswählen. Welchen Donut wählt Bro? Andi, stellst du ihm nochmal die Donut. Wenn du einen Donut wählen würdest, Bro. Wir haben verschiedene Donuts. Ein Donut pink glasiert. Welcher wär's? Weiß glasiert. Ja, ich würde dich popkulturell tief behaftet den mit dem Rosa nehmen, weil das die Simpsons mir gelehrt haben, dass das der beste ist. Und wenn Sie jetzt zu Hause beide Donuts richtig getippt haben, dann dürfen Sie anstoßen auf ein Glas Wein, auf ein Uso und wir stoßen jetzt auf Sie an. Auf wen geht das? Ich weiß keiner, worum es geht. Was kostet der Stuhl? 19,99. Falsch. Niemals. Nein, du warst dabei, ne? Uschi. Ich denke 149,99. Überbotenes raus. Falsch. Was? 69,99. Richtig? Hat vorher niemand die Regel erklärt. Ich darf gleich nochmal. Wer ist das? Weil, ich hab, weiß es schon. Okay, ja, das ist von Cocker. So. Cocker würde ich sagen. Das gefällt. 34,25. Ja, darf auch nochmal. Auch falsch. 89 Euro. Oh, na, man war nah dran. Ihr müsst ausspielen. Es ist ein Preis zwischen euch beiden. Zwischen mir und dir. Und dir, ich kenne eure Namen nicht. Genau, du kennst die Namen. Zwischen den beiden Bros. 79. Bro, Bro. 69, 69. Er hat schon 69 gesagt. 79 hat er gesagt. Du warst nah dran. Ich hab 89 gesagt. Er hat 79 jetzt als zweites gesagt. Wer hat gewonnen? Der hat doch nicht. Der muss noch ein zweites sagen. Okay. 85. Oh. Markus löst auf. 94,01 Euro. Was? Das heißt, der Preis... Dieser Stuhl kostet 94,01 Euro. Aber die sind stapelbar. So. Tom hat einen günstigeren Preis. Für 75 Euro. 74,90. Und wenn ihr jetzt über unseren Amazon-Link kauft, gewinnt ihr nichts, aber wir kriegen Geld. So. Ihre Wette in sicheren Händen. Wir wollen alle den Opfermann sehen. Wo geht ihr jetzt hin? Ich bin Englisch. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Opi. Happy Birthday to you. Heute kann
Tennis-Ring. Nein, der hat keinen Geburtstag. Alter, du hast Paris-Tennis-Club-Shirt? Ja, um dich zu ärgern. Dich zu ärgern. Oh, mal, kommst du gerade von Malle? Nee, aber ich hab so ein ESC-Jetlag. Das war die gleiche Zeitzone. Ich komm aus Tunesien. Kann die Udo jedes Mal. Was passiert hier? Was geht, was passiert hier? Ich hab keine Ahnung. Können wir nicht. Ich muss zum Bahnhof. Guten Tipps, Reifrevio, Kloster, Toaster, ist das gleiche wie Stick to Your Guns oder Cedar Point. Super. Eins Kiffer. Wollt ihr euch schon in die Schlange stellen? Eins Kiffer? Ach, hast du noch ein Bier im Kofferraum? Sollen wir uns schon in die Schlange stellen? Oder? Noch nicht mein warmes habe ich im Kofferraum. Oh. Ja, ich würde mich total gern jetzt in die Schlange stellen, weil ich liebe das voll, in Warteschlangen zu stehen. Ja. Würdest du nicht lieben, in Warteschlangen zu stehen, würdest du nicht Freizeitparks besuchen? Oh, voll fake. So, das war's mit dem Speedy Pass für heute. Wir verabscheuen uns und sind raus aus dem Moviepark. Minuten, um vom Parkplatz runterzukommen. Wir fahren jetzt nach Hause. Jetzt stell mal einer vor, es wäre voll.